Ja, das Thema des heutigen Gottesdienstes war lange Zeit ein großes Geheimnis. Es war ursprünglich geplant, dass wir die Evangelisation haben und dass auch diese Predigt irgendwie daran anschließt. Und dadurch, dass die Evangelisation, wie ihr wisst, abgesagt wurde, hatte ich eine freie Themenwahl und ich habe mich gefragt, was ist ein Thema, was uns als Gemeinde beschäftigt und was ist ein Thema, das mich beschäftigt. Und ich hatte ein halbes Jahr zuvor schon mal über das Thema Einheit gepredigt. Und mir ist ein Text wichtig geworden, 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 17. Und es geht um das Thema der Einheit und der Spaltung. Und ich habe mir gedacht, wenn ich heute schon den Segen der Ältesten bekomme, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Deswegen kann man das heute mal wagen. Ich glaube, wichtig ist, wenn wir so ein Thema angehen, wo wir merken, dass packt uns. Das ist nicht einfach nur ein Thema oder ein Text, der irgendwo sich in unserem Kopf abspielt und irgendwas mit unseren Gedanken macht, sondern das ist, man liest ihn und man hat direkt Situationen im Kopf. Man hat vielleicht direkt Personen im Kopf, mit denen man irgendwie in Einheit oder in weniger Einheit zusammenlebt. Dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, sich klarzumachen, dass die Botschaft Gottes immer für mich gilt und ich höre nie die Botschaft für mein Gegenüber. Es ist nie meine Aufgabe, für den Nachbar, der rechts oder links neben mir zu sitzt, die Botschaft zu hören und zu sagen, gut, dass er es hört, gut, dass sie es hört. Und vielleicht ist dieses Thema gerade heute interessant, wo wir jetzt als neuer erweiterter Leitungskreis eingesegnet wurden, weil das, was Paulus hier zu sagen hat über Einheit und Spaltung in der Gemeinde, hat viel mit Leitern zu tun, aber auch ganz viel mit dem Einzelnen in der Gemeinde. Und das wird, glaube ich, gleich klarer, wenn wir uns den Text ansehen. Bevor ich auf den Text eingehe, will ich ein paar Sachen zu der Gemeinde in Korinth sagen. Das ist eigentlich eine Gemeinde, ich habe den Eindruck, so eine Gemeinde der Extreme. Also wenn man von deren Problemen liest, dann denkt man, sowas Schlimmes gibt es heute nicht mehr. Aber wenn man sieht, was auch da ist an Potenzial und an Gutem, fragt man sich auch, wo gibt es das heute eigentlich noch? Paulus sagt über sie, dass sie reich sind in Wort und Erkenntnis. Also wahrscheinlich hatten die richtig, richtig gute Predigten. Ihr Zeugnis in Christus ist gefestigt. Also das war nicht eine Gemeinde, die einfach nur junge Glaubende hatten, die jetzt total begeistert waren, aber wo irgendwie vielleicht die Stabilität noch fehlte. Das war eine stabile Gemeinde. Und er sagt über sie, das ist für mich so der Gipfel, es gibt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Also stellt euch eine Gemeinde vor, wo man sagt, eigentlich fehlt uns nichts. An Gaben, alles da, alles ausreichend da. Alle Dienste können gut besetzt werden. Und trotzdem hat Paulus Grund zur Sorge. Und ich will den Text einmal mit uns lesen. Ich habe ihn auf der PowerPoint dabei. Muss ich einmal anmachen. Ihr könnt auch gerne eure eigenen Bibeln aufschlagen, weil ich nicht jeden Vers, die meisten Verse habe ich auf der PowerPoint, aber nicht jeden. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Das ist heute unser Text. Also Paulus hat hier eine Botschaft bekommen. Und hier werden die Leute der Chloe genannt, man weiß nicht genau, wer diese Chloe war, wahrscheinlich eine Frau, die auf jeden Fall bekannt war in der Gemeinde in Korinth, also Paulus hält es nicht für nötig, die irgendwie groß vorzustellen und vermutlich war das eine reiche Frau, deren Sklaven zu Paulus kommen und vermutlich von den Problemen der Gemeinde berichten, zumindest von den Streitigkeiten berichten. Und Paulus ist das enorm wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Das wird direkt im ersten Vers klar. Er ermahnt sie. Also er sagt nicht, es wäre eine nette Idee, wenn ihr keine Spaltungen hättet oder ich fände das ganz toll oder ich hätte diesen Vorschlag, sondern er ermahnt sie und das alleine reicht ihm nicht, sondern er sagt, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Also das, was er damit aussagen will, ist, das, was ich euch sage, sage ich euch so, als würde Jesus selbst es euch sagen. Also er verleiht dem maximale
maximalen Nachdruck. Und das und sein Inhalt, im Grunde genommen formuliert er dreimal das Gleiche. Seid einmütig, duldet keine Spaltungen unter euch, seid vollkommen zusammengefügt. Und ich will heute nur zwei Punkte ableiten, nicht wie sonst drei. Dann wird es vielleicht auch nicht ganz so lang. Und ich glaube, dass hier eine ganz wesentliche Aussage über die Gefahr von Spaltung drin steckt und eine ganz wesentliche Aussage zur Chance oder zur Möglichkeit der Einheit. Was sagt Paulus hier über die Spaltung? Ich glaube, den Punkt, den er hier deutlich macht, ist, dass die Verherrlichung von Menschen zur Spaltung führt. Die Verherrlichung von Menschen führt zur Spaltung. Und der Begriff verherrlichen, der fühlt sich so ein bisschen sperrig an. Also verherrlichen ist etwas, das kennen wir vielleicht aus unseren Liedern, wenn wir Lobpreis machen und dann geht es eigentlich um Gott. Was bedeutet es, wenn man Menschen verherrlicht? Darauf werde ich gleich genauer eingehen. Interessant ist, was Paulus hier schreibt über die Spaltungen. Und zwar das Wort, das er hier gebraucht, da habe ich euch mal mit zwei Bildern beglücken wollen. Ihr seht dort einen Kamelhuf und ein Ahornblatt. Und das Wort für Spaltung beschreibt die Spalte des Kamelhufs und diese Einschnitte beim Ahornblatt. So, das finde ich aus folgendem Grund interessant, weil auf beiden Bildern wird deutlich, dass beides gespalten ist und trotzdem ist es eins. Also es ist ein Kamelhuf, er ist trotzdem gespalten, es ist ein Ahornblatt, das ist nicht zerstückelt, aber trotzdem ist es gespalten. Und wenn wir an Spaltung denken, dann, jedenfalls geht es mir da so, dann denke ich daran, eine Gruppe von Menschen sagt sich aus der Ortsgemeinde los und geht woanders hin oder gründet etwas Neues. Aber Paulus sagt, eine Gemeinde kann Spaltung haben oder Streitereien haben und trotzdem noch formell eins sein. Also es kann eine Gemeinde sein, die können sozusagen beieinander sitzen, die können zusammen Gottesdienst machen und trotzdem sind sie von ihrer Mentalität oder von ihrer Haltung her gespalten. Trotzdem leben sie in Streit. Und in diesem Zusammenhang will ich heute auch über Spaltung sprechen. Also es geht hier nicht darum, dass irgendwie eine Gruppe von Leuten sich losgesagt hat in Korinth, sondern sie sind formal eine Gemeinde, aber sie leben keine Einheit, sie leben nicht zusammen. Paulus spricht von Streit und Parteiungen, die innerhalb der Gemeinde sind. Und in Korinth gab es Streitigkeiten. Und das führt er folgendermaßen aus, das, was ihm bekannt geworden ist, dass Streitigkeiten unter euch sind und dass sich die Menschen in Korinth unterschiedlichen Aposteln sozusagen zugewandt haben, dass sie sich zu ihnen bekannt haben. Also es war weniger ein Streit, der aufgrund von Theologie zustande gekommen ist, dass es die Lehrmeinung gab und die Lehrmeinung und die Richtung, sondern das war eher was Persönliches. Also Paulus war der Gemeindegründer, Apollos ein ausgezeichneter Lehrer, sehr begnadet. Da gab es dann Leute, die eher ihm sozusagen angehangen haben. Und dann wird noch Kephas erwähnt, das ist ein anderer Name für Petrus, also der Jünger Jesu, der ganz enge Gemeinschaft mit Jesus gehabt hat. Und jeder von denen ist irgendwie ein bedeutender Mann. Und jetzt gab es in der Gemeinde Gruppen, die gesagt haben, ich folge aber dem. Und es ist nicht dabei geblieben, sondern diese Gruppen, diese Parteiungen sind so tief geworden, diese Spaltungen, dass es zu richtigen Streitereien kam. Es gibt, das vielleicht noch als Anmerkung, in Vers 12, ich aber gehöre zu Christus. Wahrscheinlich gab es nicht eine eigene Christusgruppe, sondern das ist eher so eine Überspitzung, die Paulus hier gebraucht, um zu sagen, wahrscheinlich kommt es bei euch noch so weit, dass einige von euch selbst Christus für sich beanspruchen. Aber das ist auch nicht ganz so entscheidend, wie man das hier auslegt. Also inwiefern haben die Korinther Paulus, Apollos und Kephas verherrlicht? Und wir werden jetzt einen kleinen Exkurs in die Geschichte Korinths machen, also spitzt die Ohren. Es wird spannend. Also das Verhalten, das die Korinther hier an den Tag legen, ist im Grunde genommen sehr nah dran, also was sie in der Gemeinde an den Tag legen, was sie aus ihrer Kultur kennen. Also in der Gemeinde haben sie sich eigentlich nicht groß anders verhalten, als man das gesellschaftlich kannte. Zu der Zeit gab es eine Bewegung, die sophistische Bewegung, die bis nach Korinth gekommen ist. Und das war eine Bewegung, die ganz viel Wert auf Redegewandtheit und auf gute Ausdrucksweise gelegt hat. Also da waren Menschen, die sozusagen Didaktiker und Rhetoriker waren und das war ein richtiger Beruf. Also das war jetzt nicht einfach nur ein hoher Wert, sondern damit konnte man richtig Geld machen, damit konnte man Einfluss gewinnen, dadurch konnte man Macht ausüben, wenn man sich eben sehr gut ausdrücken konnte. Und das ging dann so, dass man Wettkämpfe veranstaltet hat. Also da ist jetzt wie so eine Arena, aber da gab es jetzt keinen Gladiatorenkampf, sondern da war da jetzt ein Redner, so wie ich jetzt hier stehe, und hat etwas vorgetragen.
Soweit so gut erstmal. Aber da, wenn er etwas vorgetragen hat, war gar nicht so wichtig, was er erzählt hat oder worüber er gesprochen hat. Das hat die Leute nicht so sehr interessiert, sondern es hat sie vielmehr interessiert, wie macht er das? Und oft gab es dann nicht nur einen Redner, sondern es gab mehrere und dann hat man so wie so ein Duell ausgetragen in Worten. Und mein Ziel wäre es jetzt, ne, wenn jetzt noch ein zweiter Redner käme, nehmen wir mal Martin hier, den Moderator, dann wäre mein Ziel sozusagen in diesem Arena-Kampf, dass ich ihn lächerlich mache, dass ich ihn schlecht dastehen lasse. Und eine Geschichte, die ich dann gelesen hatte, war von einem solchen Duell. Da war ein Redner, der hat behauptet, dass er jetzt spontan redet und das sozusagen einfach nur so aus seinem Geist herauskommt. Und die Schüler von seinem Gegner hatten sich gut vorbereitet und haben das Skript von diesem Mann gefunden. Und während er dann spontan redete, haben die das laut vorgelesen und er wurde lächerlich gemacht und hat natürlich krachend verloren. Und wenn man jetzt ein besonders großer Lehrer war, wenn man besonders bedeutend war, dann hatte man manchmal das Glück, dass es Studenten gab, die einen imitiert haben. Also die versucht haben, heute kennen wir die Imitation eher so, dass man sich über jemanden lustig macht. Ich äffe den nach, ich mache den nach. Damals war das so, dass man versucht hat, einen großen Lehrer nachzumachen, um ihm sozusagen Ehre zu erweisen. Also durch diese Redekunst, diese Redebegabung, haben die Menschen sehr, sehr viel Anerkennung bekommen. Und diese Werte, die sie, die Korinther aus ihrer Gesellschaft kannten, die haben sie jetzt in die Gemeinde übertragen. Und für sie war das jetzt so, wenn sie in der Gemeinde saßen und da gab es eine Predigt oder sie hatten ihre Apostel, dann war das für sie wie so ein Redegewandter, wie so ein Didaktiker, ein Rhetoriker, der jetzt besser oder schlechter sozusagen seine Rede präsentiert. Und sie haben die Menschen, die Apostel, glorifiziert, aber sie haben sich an die Menschen gehängt. Und Paulus sagt, die Botschaft von Jesus Christus ist ganz anders. Zum Beispiel in Vers 17, die Verse dazwischen gehe ich nachher ein. Also er ist gekommen, das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Oder in Kapitel 2, die Verse habe ich jetzt nicht mit, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und da gibt es weitere Stellen, gerade in den ersten vier Kapiteln, dass Paulus deutlich macht, das Evangelium von Jesus ist ganz anders als das, was ihr tut, als das, was ihr macht. Was meint Paulus mit Redeweisheit? Wir sind gleich fertig mit dem geschichtlichen Exkurs. Aber ein entscheidender Teil in diesen Reden war, dass die Rede besonders glaubwürdig war. Also, dass man eine sogenannte Argumentatio präsentiert hat, die sozusagen, wir kennen das Wort Argument, die Glaubwürdigkeit der Rede repräsentiert hat. Und das konnte ganz unterschiedlich aussehen, entweder indem ich sehr logisch sozusagen meinen Standpunkt folgere, indem ich ein passendes Beispiel aus einem anderen Sachverhalt darlege oder indem ich zum Beispiel Leidenschaft in meinem Hörer erwecke. Ja, und so gab es ganz, ganz viele Dinge. Es wäre mal interessant, ob das vielleicht bei uns manchmal ähnliche Kriterien für eine Predigt sind, die wir erwarten. Aber wenn man diese Dinge sozusagen als Redner vorgebracht hat, dann war das Redeweisheit. Dann war das eine gute Rede, das waren feste Kriterien. Und Paulus sagt, das sind nicht meine Kriterien, wenn ich über das Evangelium spreche, sondern das ist die Kraft Gottes, die da deutlich wird. Also Paulus weiß, durch traditionelle Mittel der Rhetorik kann ich euch nicht das Wort Gottes bringen, kann ich euch nicht Erlösung und Sündenvergebung von Jesus garantieren. Also Verherrlichung von Menschen führt zu Spaltung, weil sie, wie Paulus das hier sagt, die Botschaft vom Kreuz entkräftigt. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also die Redeweisheit hat bei den Menschen die Kraft des Evangeliums durch logische Argumente und Rhetorik ersetzt. Die Redeweisheit hat sich an den Werten der Gesellschaft, an der Welt orientiert. Und die Redeweisheit war oberflächlich, weil es ging letzten Endes nur darum, oder es war egal, worüber man redet, es ging nur darum, wie man redet. Zweites mache ich kurz. Die Verherrlichung von Menschen führt zur Spaltung, weil sie Geschöpf und Schöpfer vertauscht. Auch das macht Paulus deutlich in dem dritten Kapitel, ab Vers 3b. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer ist Apollos?
Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Also bei den Korinthern gab es irgendwie eine Verwechslung zwischen Geschöpf und Schöpfer. Und Paulus sagt, diese Rolle, die ihr den Menschen zuschreibt, die kann kein Mensch ausfüllen. Und es führt zur Spaltung, weil der Mensch nicht mehr in der Rolle ist, die ihm zusteht. Ich will mit euch darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Wo verherrlichen wir Menschen? Es ist ja unsere Kultur nicht unbedingt die, dass wir sagen würden, okay, ich hoffe zumindest, dass es bei uns nicht so ist, dass jetzt die Predigt der Redner einfach nur bestimmte Schlagworte fallen lassen muss oder einen bestimmten Stil haben muss, damit wir zuhören können. Aber ich glaube, dieses Glorifizieren von entweder Predigern, Lehrern, Ältesten, vielleicht auch gar nicht Leute in einem bestimmten Amt, sondern einfach Leute, die wichtig sind in unserem Leben, diese Glorifizierung von Menschen, die hat, glaube ich, nicht in Korinth aufgehört. Und vielleicht kennt ihr das, dass oft viele Unterhaltungen und Diskussionen um das Wie gehen, aber nicht mehr um das Was. Vielleicht kennt ihr folgende Unterhaltung, so oder so ähnlich, dass man sich unterhält und sagt, boah, letztens habe ich eine Predigt gehört von XY und die war so gut, die war richtig, richtig gut. Worum ging es denn? Die war gut, die war richtig, richtig gut. Aber man weiß gar nicht mehr, ja, was hat mich da eigentlich so angesprochen? Manchmal ist es so, dass eine Person zum Maßstab für alle anderen wird. Also weil dieser Lehrer diese Person in meinem Leben so hohes Ansehen genießt, bemesse ich alle anderen daran. Und ich habe immer den Vergleich im Kopf und überlege, ah, da kann der leider nicht mithalten oder meinen Erwartungen nicht gerecht werden. Ich glaube, manchmal haben wir genauso unsere Erwartungen, eine Argumentatio sozusagen, also unsere Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit Gott in mein Leben reden kann. Also, wenn die Botschaft nicht leidenschaftlich ist, dann kann ich das irgendwie nicht annehmen. Dann ist das so leer, dann ist das so trocken, dann trifft mich das nicht. Oder wenn das nicht in meine Situation hineinspricht, dann geht das irgendwie an mir vorbei. Dann brauche ich das nicht. Wenn das fachlich nicht gut ist, wenn der Text nicht gut ausgearbeitet ist, konnte ich daraus nichts mitnehmen. Oder wenn es vielleicht nicht ganz nah am Text ist, die Botschaft, dann ist sie eigentlich falsch. Dann kann ich daraus nichts mitnehmen. Und jetzt ist unser Problem ja nicht unser Kriterienkatalog, sondern das Problem ist, dass dieser Kriterienkatalog Bedingung dafür ist, dass ich Gottes Reden hören kann. Also erst wenn meine Kriterien erfüllt sind, dann bin ich bereit dafür zu sagen, okay Gott, jetzt darfst du in mein Leben reden. Jetzt könnte es sein, dass Gott mir tatsächlich etwas sagen will. Und auf der einen Seite erleben wir ganz viel Segen, weil wir Zugang zu so viel geistlichem Input haben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite werden wir manchmal unfähig für die Lektion Gottes, weil uns die Verpackung nicht mehr gefällt. Und um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, an einem Kindergeburtstag fiel mir einmal auf, das war auch ein Kindergeburtstag, der nicht nur Geburtstag war, sondern auch in der Nähe des Weihnachtsfestes beheimatet war und damit sozusagen die Geschenke doppelt zutage kamen. Und das Kind hatte jetzt Geschenke, spielte damit und in regelmäßigen Abständen klingelte es an der Tür und es kamen die nächsten Gäste und haben ein neues Geschenk gebracht. Und so ging das die ganze Zeit weiter und man hat richtig gemerkt, das Kind, also das war eine richtige Reizüberflutung, weil das war einfach alles viel zu viel. Da waren diese ganzen Geschenke da, aber dann lag das irgendwie alles nebeneinander und man nimmt sich irgendwie das raus, worauf man gerade Lust hat oder das, was einem gerade am besten gefällt und das andere wird irgendwie beiseite gelassen, links liegen gelassen. Und ich glaube, genauso können wir taub werden für das Reden Gottes, weil wir eine Überflutung von Informationen haben, weil wir immer die Wahl haben zu sagen, ich höre mir lieber das an, ich höre mir lieber dort den Input. Und dass ich taub werde für das, was Gott in meinem Leben eigentlich sagen will, durch die Brüder und Schwestern, die um mich herum sind. Und das muss gar nicht die Predigt sein in der Gemeinde, das kann auch das Gespräch, die Botschaft meines Nächsten sein. Vielleicht, weil ich einen Menschen überhöre, vielleicht auch, weil mein eigener Kriterienkatalog nicht nach der Kraft des Kreuzes fragt, sondern weil er nach Redeweisheit fragt. Verherrlichung von Personen kann passieren, wenn wir Personen persönlich kennen. Vielleicht kennt ihr das, dass man sich mit jemandem unterhält, über geistliche Dinge, wie auch immer, und er erzählt immer von der gleichen Person.
Also es wird immer der gleiche Prediger zitiert oder immer die gleiche Person. Und man merkt manchmal schon, dass man richtig genervt davon ist und dass man sich denkt, oh, schon wieder. Und manchmal schon eine Abwehrhaltung nimmt, einfach aus Prinzip. Allein schon, weil du schon wieder von dieser Person erzählst, bin ich jetzt erstmal dagegen. Vielleicht kann es passieren, dass wir eine Person so überhöhen, dass wir im Konfliktfall immer zu der Person stehen. Dass man gar nicht mehr fragt, was war denn eigentlich der Streit bei dir? Was war denn eigentlich das Problem? Wo war der Problempunkt? Was waren eigentlich die Inhalte von dem Streit? Sondern es geht nur noch darum, gegen mein Idol, gegen meinen Lehrer, gegen mein Vorbild hat sich jemand gestellt, dann kann das nicht richtig sein. Dann muss ich die andere Person diskreditieren. Also im Konfliktfall hat die eine Person immer recht. Und das führt zu Parteiungen, weil wir irgendwann anfangen, Lager zu bilden. Und man sortiert sich in Gruppen ein. Der gehört zu dem, der gehört eher zu dem. Der findet meinen Apostel nicht gut. Und ich will euch herausfordern, mal gerade vielleicht das letzte Jahr zu nehmen und sich zu überlegen, okay, wie viel Konflikt war da bei mir persönlich, die Schwierigkeiten, die ich mit Geschwistern hatte, wo es nur darum ging, jemand anderen zu verteidigen, wo ich gar nicht beteiligt war. Wo es nur darum ging, Partei zu ergreifen. Wo es nur darum ging, sich zu jemandem zu stellen, vermeintlich. Und das ist natürlich manchmal richtig. Natürlich müssen wir manchmal unsere Geschwister verteidigen vor unberechtigten Anschuldigungen. Aber es sollte uns zu denken geben, wenn unsere Art, Konflikte zu führen, nur noch darin mündet, dass es in Parteiungen endet, dass es in Lagern endet und dass es nicht um Inhalte geht. Spannend finde ich, dass Paulus hier das Problem nicht bei den Aposteln sieht. Also Paulus sagt nicht, gut, Apollos und Petrus und ich, wir haben vielleicht ein paar Streitereien gehabt oder wir haben uns irgendwie, wir haben nicht so gut gepredigt oder so, sondern das, was er macht, ist, dass er an den Einzelnen appelliert. Also er sagt, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt. Ich weiß nicht, ob jeder in Korinth gesagt hat, das ist mein Apostel und das ist meiner, aber ich glaube, was er sagen will, ist, die ganze Gemeinde ist davon erfasst, die ganze Gemeinde ist davon durchdrungen und jeder trägt ja eine Verantwortung. Und ich glaube, dass das heute nicht anders ist und dass das für uns nicht anders ist, dass jeder Einzelne eine Verantwortung trägt, entweder Gemeinde näher zur Einheit zu führen oder mehr zur Spaltung zu führen. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo deine Verantwortung liegt. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo du vielleicht aus einem Menschen mehr machst, als er ist, wenn er nämlich zum Guru deiner Geistlichkeit wird. Der zweite Punkt, die Verherrlichung Jesu führt zur Einheit. Wie antwortet Paulus darauf? Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Also das, was Paulus hier macht, ist, dass er den Korinthern zeigt, wie absurd ihr Verhalten ist. Also im Grunde genommen sagt er, wenn ihr Recht habt und diese Parteiungen gerechtfertigt wären, dann müsste auch Jesus zerteilt sein. Dann müsste es einen Messias für Paulus geben, einen eigenen Messias für Petrus, einen eigenen für Apollos. Dann wäre das gerechtfertigt, in diese Parteiungen zu zerfallen. Und er sagt mit dieser rhetorischen Frage, nein, natürlich nicht, Jesus ist nicht zerteilt. Also die Gemeinde und Christus lassen sich nicht aufteilen wie irgendein Besitz. Und Paulus sagt, ich wurde nicht für euch gekreuzigt. Also die Loyalität, die gebührt nicht uns Aposteln, sondern die gebührt alleine Jesus. Er führt das dann aus mit der Taufe, das werde ich kurz machen. Das, was Paulus da im Grunde genommen beschreibt, ist, dass er sagt, dass er froh darüber ist, er berichtet von seiner eigenen Taufpraxis und sagt, ich bin froh darüber, dass ich wenig Menschen getauft habe, weil sonst könnten sich Leute darauf berufen und sagen, ich wurde aber auf Paulus getauft. Und er sagt, zumindest davon habt ihr keine Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen, weil ich fast niemanden getauft habe. Und es ist ganz interessant, wie er das beschreibt. Er erwähnt erst zwei, dann sagt er, er hat keine mehr getauft und dann wirkt das so, als ob ihm, da fällt mir noch jemand ein, ich habe doch noch jemanden getauft. Aber man merkt, ihm ist das nicht besonders wichtig. Also er will nicht sagen, guck mal, den habe ich getauft, den habe ich getauft, den habe ich getauft, sondern sein Punkt ist der, dass er sagt, ich habe so gut wie niemanden getauft, ihr könnt euch nicht darauf berufen, dass ihr auf den Namen des Paulus getauft worden seid. Und dann macht er in Vers 17 deutlich, meine Mission besteht nicht darin, Leute an mich zu binden oder Leute zum Glauben zu überreden, also mit dieser Redeweisheit, sondern meine Mission besteht darin, das Evangelium zu verkündigen.
Und wie bin ich auf diesen Begriff der Verherrlichung Jesu hier gekommen? Der springt uns ja jetzt nicht unmittelbar aus dem Text an. Aber ich glaube, das, was Paulus hier beschreibt, ist, wenn wir weg von uns schauen, wenn wir weg von Menschen schauen, auf Jesus hinschauen, dann führt uns das zur Einheit. Also wenn ich selber in den Hintergrund trete und meine Bedürfnisse. Und ich habe mich nicht leicht damit getan, also wie beschreibt man die Herrlichkeit Jesu oder wie kann man diese Herrlichkeit Gottes irgendwie vor Augen führen? Und es gibt Dinge, die kann man erklären und es gibt Dinge, die muss man eher erlebt haben. Und ich will das, und damit werde ich die Predigt auch schließen, mit einem Bild versuchen, wo ich so ein Stück meine irgendwie von der Herrlichkeit Jesu für mich erlebt zu haben, auch wenn es natürlich nur ein Abklatsch ist. Es begab sich, und bei mir ist es generell so, dass ich, wenn ich in der Natur bin, und das geht euch vielleicht ähnlich, also wenn man die Größe und die Gewalt und die Schönheit der Natur sieht, dann kriegt man manchmal so eine, also wie so einen Funken davon ab, wie groß dieser Gott sein muss, der das geschaffen hat. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf einem riesigen Berg steht oder wenn ihr manchmal auch, wenn man sehr ins Detail guckt, wie die belebte Natur funktioniert. Und wir haben einen Urlaub vor kurzem gemacht auf Madeira. Waren 4 Jungs, Matze Neufeld war dabei, Alois und Chris. Enz war auch dabei. Und das war eine wunderschöne Insel, man kann es nicht anders sagen. Es gab da sogenannte Aussichtspunkte, wo man dann sozusagen nochmal die besondere Schönheit erblicken konnte, aber wir hatten den Eindruck, egal wo man war, war alles irgendwie ein Aussichtspunkt. Und das war manchmal eine richtige Reizüberflutung. Also man ist irgendwo lang gegangen und konnte gar nicht genug Fotos machen. Und ich mache nicht viele Fotos, normalerweise. Und wir haben uns für jeden Tag, Matze war da sehr aktiv, quasi ein Projekt vorgenommen und sind dann irgendwo hin. Also es war so ein richtiger Aktivurlaub und waren entweder wandern oder haben uns halt irgendwas angeschaut, aber auf der faulen Haut liegen war nicht. Und eines Abends oder nachts haben wir uns gesagt, wir wollen uns den Sternenhimmel angucken. Wir sind dann rausgefahren auf den Berg, waren dann noch über der Wolkendecke, dass den halt nichts irgendwie verdeckt haben. Und da haben wir folgenden Sternenhimmel beobachtet. Das ist ein Bild. So, ich weiß jetzt nicht, wie... Oh, ihr seht gar nichts. Ja, das war das Berufsrisiko. Also wenn ihr einen kurzen Blick erhaschen wollt, könnt ihr euch einmal umdrehen auf den Monitor. Ich finde, von hier sieht man schon ein bisschen was. Ja, ein leichtes... Raunen höre ich. Das ist schön. Man findet auf Google Bilder, wenn man bei Google Sternenhimmel eingibt, findet man wahrscheinlich noch prächtigere Bilder. Vielleicht hätte man noch welche gefunden, die hier leuchtender wären. Ich habe aber das gewählt, weil wir das selber erlebt haben. Also Mats hat das dann irgendwie noch bearbeitet und so, aber ich glaube nicht, dass das Bild herrlicher ist als das, was wir tatsächlich gesehen haben. Und ich hatte das dann so gemacht, wir hatten Klappstühle dabei und ich wollte mich hinlegen, damit ich quasi den Himmel über mir genau betrachten kann. Und ich habe mich auf unseren Mietwagen gelegt, aufs Dach und habe mir den Sternenhimmel angeguckt. Und wenn man in diesen Sternenhimmel guckt, dann hat man den Eindruck, man kann sich gar nicht satt sehen davon. Also egal, wohin man schaut, hat man den Eindruck, da komme ich gar nicht hinterher, ich kann das gar nicht fassen und ich könnte mir das stundenlang angucken und es wird seine Schönheit nicht verlieren, das wird seine Herrlichkeit nicht verlieren. Ich könnte versuchen, irgendwie die Sterne zu zählen, aber es wird mir niemals gelingen. Wenn man dazu jetzt noch den Kopf ein bisschen dazu nehmen will, ich habe euch eine Abbildung von der Milchstraße mitgebracht. Ja, die kann man sehen. Und die Milchstraße, also die Galaxie, in der wir sind, und der Nebel, den man auf dem Bild sieht, das ist sozusagen, wenn man viel Glück hat, dann sieht man eben manchmal die Milchstraße, wenn wir auf der Erde sind. Und auf dieser Abbildung ist in diesem roten Pfeil, da ist unser Sonnensystem. Also das, was ihr nicht sehen könnt. Und das ist auch quasi genau der Effekt. Also unser Sonnensystem ist so unendlich winzig klein, dass man eigentlich nur auf den Gedanken kommen kann, wenn man sich das vor Augen führt, also wie verschwindend gering bin ich? Wie verschwindend gering bin ich vor diesem Gott? Und das Ganze könnte man weiterführen. Auch diese Galaxie ist nur ein winziger Punkt in Galaxienhaufen und so weiter. Und in dem Moment, wenn man in so einen Sternenhimmel schaut, kommt man nicht auf die Idee, sich zu überlegen, oh, nächste Woche muss ich wieder zur Uni, da ist eine Klausur. Oder oh, mein Bruder, meine Schwester ist sowas von nervig. Oder dieses und jenes Problem ist gerade so groß und beschäftigt mich so. Sondern in dem Moment merkt man, wie das eigene Ich in den Hintergrund tritt. Wie man merkt, ich bin nicht der Nabel der Welt. Es geht nicht nur um mich.
Warum zeige ich euch dieses Bild? Warum rede ich von der Herrlichkeit Gottes oder von der Herrlichkeit Jesu? In der Vorbereitung habe ich einen Vers gefunden, der mich da sehr bewegt hat in diesem Gedanken, und den habe ich einmal mitgebracht. Und zwar spricht Jesus das in seinem Gebet für die Jünger, und er sagt: Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Also Jesus sagt, diese Herrlichkeit, und das ist in der Schöpfung, das ist ein Abklatsch davon, diese Herrlichkeit, die Gott Jesus gegeben hat, die hat er selbst uns gegeben. Also Jesus hat die Herrlichkeit Gottes, er hat sich selbst für uns gegeben. Und das ist die Basis der Einheit. Also da kommt Gemeinde zusammen, wenn das Evangelium, also diese Herrlichkeit Jesu, wenn die in meinem Leben Gestalt gewinnt und wenn sie in deinem Leben Gestalt gewinnt. Also in dem Moment, wo ich selber in den Hintergrund trete und wo das Evangelium in meinem Leben Kraft bekommt, da entsteht Einheit. Und das, was ich daran so ermutigend finde, ist, dass Gemeinde immer zur Einheit finden kann. Gemeinde kann immer zur Einheit finden. Und das liegt nicht daran, weil sie so fähig ist, weil sie jetzt so tolle Leute im erweiterten Leitungskreis hat oder weil sie so gleich ist, weil sie so ähnlich denkt, sondern weil Gott seine Herrlichkeit durch Jesus in unser Leben gestellt hat. Und da, wo wir in unserem Leben leer zu ihm kommen, wo wir mit leeren Händen vor ihn treten und sagen, Herr, ich habe dir nichts zu bringen, ich kann dir nichts geben, da wird das Evangelium groß in uns. Und die Frage ist, ob wir das glauben. Also glauben wir, dass das Evangelium in unserer Mitte, in unserem Leben so stark ist, so stark werden kann, dass wir zur Einheit finden. Ich lade ein, darüber nachzudenken. Ich bete noch. Vater, ich danke dir dafür, dass du deine Herrlichkeit nicht für dich behalten hast. Ich danke dir dafür, dass du dich selber klein gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist. Und ich danke dir dafür, dass es ja nicht nur einmal irgendwann mal passiert ist und jetzt abgehakt ist und vorbei ist, sondern ich danke dir dafür, dass das aktuell ist, Herr, und dass das Evangelium, dass es Kraft hat und dass deine Botschaft nicht aufhört, Kraft zu haben. Und ich will dich bitten, Herr, für unsere Gemeinde, ich will dich bitten, dass du unsere Streitereien, unsere Spaltungen, dass du sie zusammenführst, Herr, dass wir sie an dein Kreuz bringen und dass du uns zur Einheit führst, Herr. Ich will dich bitten, dass du uns zeigst, wo das Evangelium in unserem Leben mehr Kraft gewinnen muss und mehr Kraft gewinnen kann. Danke dafür, dass du das tun kannst, Herr. Amen. Musik.